die Fallen der Matrix. Egal wie spirituell ein Konzept ist, es ist ein Konzept, es ist ein Programm. Dahinter stecken Konstrukte, Programmierungen. Es hat nichts mit einem Seinszustand der Heilung zu tun. Heilung geschieht in einem Erfahrungsraum, in einem Zustand mehr von Leere, vor der wir so große Angst haben, in Stille. Wenn der Verstand schweigt, wenn wir ins Herz gehen und energetisch spürbar fühlen, was wir sind. Es geht also nicht vorrangig um Konzepte von richtig und falsch. Vor allem in der Ernährung merken wir das sehr stark, dass da einige Apostel unterwegs sind, die es am besten wissen zum Beispiel. Ist immer mit Vorsicht zu genießen, denn wir sind sehr individuell, auch körperlich sehr individuell. Gerade in der spirituellen Szene ganz gefährlich. Die Wahrheit, die du von einem anderen hörst, ist nicht deine. Mach sie nicht zu deiner. Deine Wahrheit schlummert in dir und will erwachen im Moment der Stille und Präsenz, in deiner Gegenwärtigkeit. Und das ist die Göttlichkeit. Das ist das Angebundensein. Das ist Heilung, das ist die Lösung, das ist der Weg. Das ist das Licht. Das ist deine Wahrheit, dein Weg, dein Licht. Natürlich ist das Ego auf Sicherheit aus. Und wenn Tausende von Menschen diesem spirituellen Führer Glauben schenken, ja, dann muss es doch wahr sein. Du fühlst Resonanz, dann muss es doch wahr sein. Glaube, Überzeugung hat nichts mit deiner inneren Präsenz und Essenz zu tun. Im Gegenteil. Mein Weg war mehr und mehr aus all diesen Konzepten herauszutreten. Und diesen Weg würde ich dir auch gerne näher bringen. Spür mal rein. Es gibt da nur deinen Weg. In dir präsent und gegenwärtig zu sein, zu spüren, welche Weisheiten in dir sind. Und im Austausch zu erspüren. Aber übernehme keine Konzepte und Wahrheiten, egal wie spirituell es scheint. Überall steckt Wahrheit drin und überall auch die Lüge. Und wie kannst du das unterscheiden? Nur wenn du in der stillen Präsenz, im Angebundensein an das Göttliche und an Mutter Erde, dich fühlst. Wir lenken uns enorm gern ab. Dafür ist diese Matrix, diese Welt hier geschaffen, uns abzulenken von diesem Zustand. Und diejenigen, die gerade spüren, oh my God, mein Gehirn, ich kann nichts mehr greifen, es wird immer leerer. Mein Kurzzeitgedächtnis ist eine Katastrophe. Die stehen vor einem Abgrund, wie gerade ich auch. Wie ein Nichts, wie ein dunkles, schwarzes Loch, in das man sich nur hineinsaugen lassen kann und vertrauen. Und davor haben wir Angst. Das ist wie Sterben, das ist wie Tod. Wenn da nichts ist, an dem wir uns festhalten können, haben wir das Ego, das Angst bekommt. Weil diese ganzen Konzepte und Strukturen, egal wie spirituell sie sind, wie ein Ufer sind, das, an dem ihr euch festhaltet. Ne? Das soll euch Halt geben. Aber was passiert denn mit dem Fluss, der weiterfließt? Was passiert mit eurem Körper? Was passiert mit dir?
wenn du das festhältst. Sich im Fluss loszulassen und dieser Strömung zu vertrauen, das kostet keine Kraft. Das heißt, wir alle, die wir gerade angestrengt sind, müde, immer wieder erschöpft, vor allem auch die, die eigentlich für Heilung arbeiten, wir machen das eben auch noch. Wir halten uns auch noch fest. Aber das ist das Alte. Und nur wenn das Alte wirklich, wirklich losgelassen wird, kann das Neue kommen. Und das wird nicht aus dem Verstand kommen, nicht aus vorgefertigten Meinungen. Wenn du präsent und gegenwärtig bist, in deinem Innern, dein Herz fühlst, die Liebe aufrecht erhältst zu dir und zu dem, was ist, dann würde ich das als Leuchten bezeichnen, von innen nach außen. Und du bist das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Und deshalb dürfen wir es fließen lassen, von oben nach unten, aus dem Körper heraus, durch die Hände nach oben und nach unten, durch die Beine, durch die Füße, um das Bindeglied zu sein und dass die Energie fließt. Das ist auch unser bester Zustand, im Fluss zu sein. Natürlich ist es schön, verliebt zu sein, sich abzulenken, diese Leichtigkeit und Freude zu spüren. Aber gleichzeitig ist immer noch das Allerwichtigste, dass du bei dir, in dir präsent bist und nicht aus dir herausgehst, um dich mit einem Menschen vorrangig zu verbinden oder einer Situation. Deine Verbundenheit sollte immer die göttliche Quelle in dir sein. Zur Göttlichkeit und die Verbindung zu Mutter Erde, diesem Planeten. Ja, dazu brauchen wir Stille. Das Gehirn braucht gerade viel Stille, um diese Umbauprozesse zu bewältigen. Vielleicht merkst du auch, wenn du liegst und der Atem ist ein guter Führer, dass sich so viel in dir bewegt, Gedanken, Emotionen, und dann beobachte die. Sei ganz präsent im Moment, beobachte, ohne zu werten, und das ist ein Heilprozess. Und dir wird es danach immer besser gehen als davor. Und je besser wir loslassen können, und meine Stärke ist auch nicht, desto leichter wird es gehen. Du wirst es sehen. Stell dir nochmal den Fluss vor. Wenn du einen reißenden Fluss hast, in dem du stehst, dich versuchst krampfhaft immer wieder am Ufer festzuhalten, weil du das kennst. Wie fühlt sich das denn an im Körper? Ja, nicht so entspannt, ne? Und wenn du jetzt im Fluss auf dem Rücken liegst und dich treiben lässt, dann glaub mir, es ist schön, wenn du da welche triffst, die auch treiben. Wie fühlt sich das an? Getragen zu sein. Unter dir das Wasser, die Gefühlswelt, die Erde. Und über dir die Luft, der Himmel, kosmische Vater, die Vögel als Boten. Die Sonne, das Feuer, dich wärmt. Wie fühlt sich das an? Und atme. Und dieser Atem führt dich nach innen. Er ist der Austausch von Geben, Nehmen und verbinde dich mit allem, was ist.
dem Bewusstsein dieser Verbundenheit mit allem, was ist, kannst du nie allein sein. Also binde dich nicht, fessle dich nicht an Personen oder Orte. Das ist nicht die wirkliche Essenz, die du in dir trägst. Die wirkliche Essenz, die seelische Essenz in dir entfaltet sich in der Stille, wenn du präsent im Geist bist, Herzen offen hast, nach unten und oben verbunden. Und das ist stets das, was jetzt bei mir in den Sessions geschieht. Wir sind oft in Meditation präsent im Moment und die Heilung geschieht. Da muss ja keiner was tun. Also die innere Kindarbeit, die geschieht, die Ahnen, die zeigen sich, das geschieht. Die Bewegungen in dir, die blockierten Gefühle, die lösen sich, das geschieht, wenn du präsent bist. Und dann kann es in die göttliche Ordnung kommen, was davor außerordentlich, außerhalb der Ordnung war. Und kann wieder seine natürliche Ordnung und seinen natürlichen Fluss erhalten. Und das ist dann dein Heilprozess, den du geschehen lässt.